Wir wissen heute aus der modernen Wissenschaft, dass die Natur, der Wald und der Baustoff Holz im gebauten Raum für den Menschen der gesündeste Aufenthaltsort ist, den es gibt. Wenn ich jetzt in das Holzhaus hineingehe, dann kann jeder Arzt in Kürze physiologische Veränderungen an meinem Körper messen. Und es ist der Ort, an dem die tiefste Entspannung, der erholsamste Schlaf und die bestmöglichste Regeneration möglich ist. Auf die Natur setzen und mit Holz bauen, heißt den gesündesten Platz machen, den es für mich gibt. Nichts fördert meine Gesundheit mehr wie ein Holzhaus. Das ist von verschiedensten Universitäten, von Asien, Japan bis Europa belegt. Ich kontaminiere ihn nicht mit Holzschutzmittel oder mit giftigen Klebern. Ich verarbeite ihn so, dass er in der Konstruktion nur mechanisch verbunden wird, wie es viele Kulturen der Menschheit in Höchstform, in Perfektion Jahrtausende lang gemacht haben. Dann habe ich die Chance, dass das Material nach langen Nutzungszeiträumen wiederverwendet werden kann. Nicht nur verbrannt werden kann, sondern auf derselben Kaskade wiederverwendet werden kann. Dann habe ich auch die tolle Situation, dass ich nie in die Gefahr komme, dass die Wälder geplündert werden. Denn wenn ich ein Holzhaus so baue, dass das Haus selbst die Materialquelle für das nächste Haus noch 100, 200, 300 Jahre ist, dann brauche ich den Wald nicht als Quelle überbeanspruchen. Wenn wir nun hergehen und neuerdings unsere Städte aus Holz bauen, dann machen wir dieselbe Geschichte nochmal, die die Natur vor Jahrmillionen gemacht hat. Dann lagern wir plötzlich unglaublich viel CO2 in die Städte ein. Und wir können wieder etwas von dem gut machen, was wir durch die Verbrennung der fossilen Treibstoffe und Energieträger schlecht gemacht haben. Und wenn wir das aber nicht aus Holz bauen, sondern weiterhin aus Beton und Ziegelstein und Stahl unsere Städte bauen, dann passiert das Gegenteil. Und wenn jemand Angst hat, dass Holz nicht dauerhaft ist und nicht langlebig genug, dem kann ich nur sagen, die ältesten Holzgebäude der Erde sind weit über 1000 Jahre alt. Es gibt Tempel in Japan, die sind 1600 Jahre alt. Und an den unwirtlichsten Plätzen hat die Menschheit in allen Kulturkreisen gelernt, dass Holz ein unverwüstlicher Baustoff sein kann, wenn man ihn richtig einsetzt. Und so wie es früher gemacht ist, machen wir das heute auch, ohne irgendeinen Tropfen Gift oder Holzschutzmittel zu verwenden, kriegen wir unsere Häuser für Jahrhunderte dauerhaft. Ein Grundpfeiler dafür ist das Mondholz, altes Wissen, das wir vom Großvater gelernt haben. Es gibt eigentlich keinen Grund, über einen anderen Baustoff nachzudenken, wie über den, der uns mit der Natur verbindet, der uns gesund hält und die Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder sichert. Das sind die Bäume und das ist das Holz aus unseren Wäldern, die nachhaltig bewirtschaftet werden, wo alles wieder nachwächst.